Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute machen wir mal einen neuen Roulette-Trick. Den habe ich gehört, wollte ich mal mit euch zusammen ausprobieren. Da soll man recht gute Gewinne erzielen können. Würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal aus. So, und zwar, wir legen hier 5 Euro hier drauf, hier, hier. Hier, hier und da. Und 1 Euro auf die 0. Da, da, da. So, da haben wir nämlich ziemlich alles abgedeckt. Genau, 37 Euro soll es sein. Können wir natürlich auch mit kleineren Einsätzen machen, ist ja klar. Anstatt 1 Euro und 5 Euro einfach vielleicht 10 Cent und 50 Cent nehmen. Ja, das probieren wir mal aus. Ob da gute Gewinne rauskommen. Let's go. 34 34. und So, was kriegen wir raus? 15. Ja, wir drücken jetzt mal nichts in die Leiter. Wir wollen jetzt wirklich mal ausprobieren, ob man da im Endeffekt wirklich gute Gewinne machen kann. Mit 199 sind wir gestartet. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Rot und Grün. Was da rauskommt. Oh, das sind schon mal 30, da hinten 15. Oh, es ist aber schon mal 45. Das ist schon mal gut. Aber im Endeffekt noch ein Minus. Schauen wir mal. 10, 10. schwarz, gerade. Ah, 45, siehst du? Wieder Gewinn gemacht. Jedes Mal 8 Euro Gewinn. Das ist jetzt immer schon wieder fast bei dem, was wir hatten. 22, 22. schwarz, gerade. 45. Und schon sind wir im Plus mit 2 Euro. Aber immerhin, nicht schlecht. 29, schwarz und gerade. So, wie viel gibt es? 39, wieder 2 Euro Gewinn. Da muss man einfach mal ein paar Runden spielen, einfach mal gucken, ob am Ende gut was dabei rumkommt. Und dann kann man sich das auf jeden Fall merken und öfters machen. Wieder 2 Euro mehr. Boah, kann man so machen. 35, schwarz 35. und gerade. 'Das ist jetzt halt mies, ne? Das sind nur in Anführungszeichen 9 Euro. Da fehlt dann schon einiges an Kohle. 14, rot, gerade. Aber leider haben wir da auch einmal relativ gut Verlust gemacht, ne? Rot 7. und Das ist natürlich immer gut. Triffst du hier unten, triffst nochmal die Linie. Musst du 45, ja. 45. Ja, kommen wir dann schon wieder schnell ins Plus. 36, rot, gerade. Das ist natürlich mies, ne? Da sind es wieder nur 9 Euro. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal 10 Minuten, gucken einfach mal, Vierzehn, ob wir im rot, Plus gerade. rauskommen oder halt eben auch nicht, ne? Fünfundzwanzig, rot und gerade. Da haben wir da halt immer 8 Euro mehr. Gut. Zweiundzwanzig, schwarz, gerade. Unterreihe ist immer gut.
Lass immer 45 Euro. Außer wenn die 1 kommt, glaube ich. Die 1 ist nicht abgedeckt. Das sind so 2-3 Zahlen, wenn die kommen, da machst du halt dann schon relativ viel Verlust. Aber solange sich die Waage hält. 2, schwarz, gerade. Ja, hier zum Beispiel. Ja, die Zahlen da vorne sind halt dann nicht so gut. 26. Schwarz, gerade. Dann müssen wir, glaube ich, wieder 39 Euro haben. Ja. Aber man sieht, es sind doch deutliche Minus, ne? 23, rot, ungerade. Schauen wir mal, wie es ein paar Minuten aussieht. Ich weiß gar nicht, ob man hier Autostart machen kann. Das kann man eigentlich mal probieren. Rot, ungerade. Ja, 45, das ist gut. Ja, spielt er automatisch nochmal? Ja, macht er. 2. Aber die 2 ist schlecht, es gibt nur 9. Das ist nix. 35, schwarz, ungerade. Wieder nur 9. Jetzt sind wir schon deutlich im Minus. Ja, doch kein so guter Roulette-Trick. 20, rot, ungerade. 39, ja. Mal zu viel Verlust bei manchen Zahlen. 4, schwarz, gerade. 34, rot, gerade. Ja, das ist nochmal gut. 8. Sehr, sehr deutlich Minus. 35, schwarz, ungerade. 16, rot, gerade. 8, dem müssten häufiger kommen. Und dann müsste ich irgendwie was überlegen, dass da manche andere Zahlen 13, besser abgedeckt werden. Schwarz, aber dann musst du zu viel Einsatz bringen und dann lohnt es sich wiederum nicht mit den Gewinnen. Ne? 0. Was kommt da raus? 36, 35? 36. 21. Rot. Ungerade. 2 Euro Gewinn, das gleicht halt den großen Verlust nicht aus. Das bringt halt nicht viel, ne? 32. Rot. Gerade. 12, rot, gerade. So. Jetzt haben wir fast 10 Minuten rum. Ich würde sagen, nur noch eine Umdrehung, aber wie man sieht,
Leider lohnt sich's nicht wirklich. Vielleicht ist es anders, wenn man länger spielt, wenn man wirklich ein paar Stunden spielt oder was. Aber würde ich jetzt leider nicht als den krassen Trick hier empfehlen. Weil man sieht, wir haben bei 199 angefangen, jetzt sind wir zwar wieder bei 94, aber trotzdem ja, 105 Euro Verlust in 10 Minuten. Ja. Wir haben es ausprobiert. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr selber auch irgendwelche Automatentricks, Roulette-Tricks, irgendwas in der Art kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann können wir dazu auch gerne mal ein Video machen. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.